So, wir haben es doch noch nie geschafft, weil wir haben gerade in dem Schrank hier, sind normale Schränke durchgegangen, einen Lagerraumschlüssel zur Festung gefunden. So, und mit dem geht's jetzt nochmal gucken. Da muss ja irgendwo hier noch ein Lagerraum sein. Und eigentlich hier oben. Ah, hier ganz genau ganz oben. So. Oh, hier geht's nochmal los. Aber so viel ist es diesmal nie. Ist nur, also nur ein paar Kisten. Ah, wir können. Hier ist eine Luke. Ich würde es runterwerfen. Ja, mach das. Ich hab grad noch eine Kiste gefunden. Oh, geil. Ich weiß nicht, wo ich es jetzt hin runterwerfe. Zap, zerab, sage ich da mal. So, mal gucken, ob hier oben noch. Da ist noch was. Ah, nix. So. Da müssen wir ja fast eigentlich nur noch. Ah! Erschreck mich doch nicht so! Schrecklich hier. So. Was wirfst. Was schießt du da jetzt? Ich habe einfach mal probiert, ob es funktioniert. Okay. So. Da muss ja irgendwo noch der Gefängnisschlüssel sein. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Ach, eine Etage tiefer. So, dann mal bitte einsammeln und mithelfen, das Zeug aufs Schiff zu bringen. Weiß jetzt gar nicht, muss mal gucken, ob du es jetzt runtergeschmissen hast. Du musst ein kleines Stück hochlaufen. Hier. Rein Ich und will dann mal hochgehen. gucken, Ach so. weil hier sind auch noch Kisten, deswegen. Ja. Also ihr seht, Leute, die Forts haben so einiges Schönes. Und vor allen Dingen, es lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Und einfach mal auch noch ein bisschen rumzuschnüffeln. Ach, Mann. Ich bin jetzt auf dem Schiff, aber der Diamant ist irgendwo unter Wasser. Ach nee, da ist er. Ja, es ist halt. Du hängst halt hier genau fest irgendwie. Ich weiß nicht, ob du so ungünstig geparkt hast. Oder Ich komme warum. da eigentlich meistens hier schön hin und her. Ja. Außer So. wenn ich mich da in den Felsen hänge. Ja, das meine ich eben. Also, du musst echt hier wirklich in jedes Schränkchen gucken. Oh, da geht's hoch noch immer. Und da lagen sie. Oh, und die Truhen, die strahlen so richtig böse. Ach, das war jetzt blöd von mir. Oh, nee, doch nicht. Halt die Richtung. Immer gleich F drücken, da geht's gleich rucki-zucki weiter. Ich gehe mal hier kurz rum. Eine Leiter nach oben. Ah, da haben sie sich schon richtig Mühe gegeben, muss ich sagen.
Also ich renne hier die ganze Zeit in dem Gang, in den Gänge hier rum. Ja. Mach eine Kiste nach der anderen auf. Aber oft ist halt nichts drin. Ja. Kann ich mir vorstellen. So, das war das Ding. Ja, im Endeffekt, wenn wir den dann doch nicht finden, ist halt so ein okay Weltuntergang. Haben wir hier unten noch was? Nee. Entschuldigung. Ach, das war so. An die Kisten kommst du nie ran. Suchen kannst du auch nix. Ja, im Worst Case ist es halt so. Aber es ist schon krass, wenn du denkst, okay, jetzt hast du alles. Hier ist noch eine Luke. Ah, hier ist noch die Tür noch nie offen. Nee, da war nix. Ja, hab auch noch ein bisschen rumgesucht. Irgendwie dann. Ich war zwar noch mal in dem Wasser und hab geguckt, aber. Ja. Aber. Jetzt auch nichts wirklich. Aber auch nix, ja. Ja, ich gucke hier auch gerade. Ich bin gerade in der Küche. Proviantfach. Hier sind ein Haufen Luken, die du benutzen kannst. Oh, hier kannst du ins Wasser springen. Oh, den Leuchter kannst du nie mitnehmen. So. Da liegt... Ach so, das ist da bloß der Munitionsbeutel. Aber hier unten ist auch nichts mehr. Ja, wer weiß, sage ich da mal. Vielleicht sollten wir unser Glück jetzt auch nicht weiter herausfordern. Und nehmen einfach, was wir haben und verschwinden. Das werden wir machen, oder? Jo. Hier ist noch ein Deckel, den wir aufmachen können. Ah, Gold. Können wir den öffnen? Nee. Wir waren noch reingeflogen. Man muss echt so richtig doof hinstellen. Ja, wer weiß, wo der Schlüssel ist. Im Raum oben, den hast du jetzt aufgemacht, doch. Da hast du aber jetzt auch nichts gefunden, oder? Nee. Naja, naja. Kommst du mit aufs Schiff? Jo, ich komme. Ach klar. Ach so, cool, ja. Ich hab grad auch noch. Da ist noch eine Tür. Ach, ne. Schlafen.
Du bist halt jetzt wieder auf dem Schiff. Wir sind wieder auf dem Schiff. Dann komme ich auch eigentlich irgendwo an. Ich bin hier über die normale Treppe, bevor ich irgendwo runterhüpfe. Ja, besser ist das. Oh, scheiße, doch irgendwo runtergesprungen. Aber nichts passiert. So, da kann ich ja schon mal einen Anker heben. Ja. Wenn ihr noch rechtzeitig an die Strickleiter kommen, ja. Gib mir mal einen Kurs. Na, zurück. Ja. Ja. Wir fahren jetzt zurück zu der Insel, wo wir losgefahren sind. Ja. Ja. Wo ist die? Naja, fahr jetzt einfach rückwärts. Nee. weiter und dann Südwest. Südwest, jawohl. Genau. Das ist doch eine Aussage. Und da kommen wir schön an, da haben wir nämlich einen schönen Kringel gemacht. Dreh mal ein kleines bisschen Richtung Süden. Weil das ist nämlich die Insel gleich südlich von uns. Und du musst um die Insel drum rum, weil der Steg ist auf der anderen Seite. Jawohl. Soll ich Segel ein bisschen hoch machen? Damit du besser rumkommst? So. Ja, jetzt hab ich's ein bisschen hoch gemacht. Weil das sind nämlich auch gefährliche Felsen. Na, ich mach's noch weiter hoch. Ja, gute Idee. Ja, ich hab gute Ideen. Noch ein bisschen hoch. So, jetzt sind's ganz oben. Schmeiß den Anker. Und er geht runter. Nicht optimal, aber schön. Ja, ja. So. Und dann heißt es, abgeben den. Ach, wir haben eine Feuerwerkskiste geholt. Ich weiß gar nicht, ob man die abgeben können. Die stelle ich mal beiseite. Gebt mal erstmal nur das Große ab. Sowas wie Schädel, da können wir dann die Kiste nehmen. Wie es wabert. So, mal sehen, willst du die auch haben? Genau, Henry. Bester Mann hier. Wow, und schöne Musik. Ich glaube, die schon
gerade kurz was gehört, aber jetzt ist sie wieder weg. Ja, ganz kurz. Schädel hast du da liegen gelassen. Ja, die machen wir dann in der anderen Kiste. Die Geisterdinger, die will alle der Henry, oder was? Ja, Schatzkisten immer der Henry und Versorgungskisten oder so. Ich glaube, die Trulla Trulla hier. Wie heißt sie? Ja, Mac will die Versorgungskisten. Und Schädel will wahrscheinlich die Frau in Lila. Wo habe ich die Kiste? Die, wo ich immer nicht finde. Genau. Ja, dann machen wir nochmal auf. Und dann. Das auf nächste Woche ist Anschieben mit dabei. Aber nee, das doch, fällt so aus, hast du gesagt, ne? Wieso fällt ich da aus? Woche. Ja, nächste Woche fällt es aus, ne? Nächste Woche muss ich. Nein. In 14 Tagen. Ach, in 14 Tagen ist das. Ja, wir nehmen doch nur alle 14 Tage auf. So, ich habe schon mal die erste Kiste mit Schädeln. Die Fräulein Lila. Finde die Musik toll. Dann. Henry war wo? Direkt drin und links. Okay. Da wo der Bus jetzt bestimmt ist. Oder nee. Ich bin bei, warte, ich guck, sag dir gleich. Oksana bin ich. Ich will nämlich die ganzen Schädel haben. Halt, ich soll den. Habt ihr jetzt gesagt, wo Henry ist? Der steht hier davor. Hier, guck, da ist Henry. Ah, von dir, genau. So, und während wir jetzt hier in aller Ruhe noch die Reste ausladen, sage ich mal ciao. Waren jetzt doch zwei Folgen mit den Forts, die neu reingekommen sind. Mal sehen, was das nächste Mal reinkommt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wo bin ich? Bin draußen. Warum bin ich wieder draußen? Ich hatte keinen Bock mehr. Ich bin wieder drin. Musik spielen, bitte.